Okay, und dann haben wir alles gebaut, was erstmal wichtig ist. Alles andere kommt später. Eine Hochschule. Wenn man alle Idioten auf seine Seite zieht... Genosse Präsidente, die Pravda aus Moskau hat die Wohnsituation in Tropico scharf kritisiert. Dann hat die Pravda ziemlich Pech gehabt, denn die Wohnsituation ist relativ gut. Präsidente, warum müssen unsere... Ach, sei ruhig. Die Erlasse kommen später. Ich muss jetzt erstmal die Leute einstellen, die Erlasse denn ausfertigen sollen. Für Inneres können wir jemanden einstellen. Überdurchschnitt, Unterdurchschnitt, gut. Ist Braden Koch, was Intelligenz, Courage und Führung angeht. Außergewöhnlich gut, Überdurchschnitt, das hört sich gut an. Neil White, der ist schon mal unser Mann fürs Innere. Und dann können wir schon mal innere Sachen... Aktuelles Thema heute, Unterkünfte. Finden Sie nicht auch, dass es zu viele Obdachlose auf der Insel gibt, Penultimo? Obdachlose? Gäbe es nur einen Obdachlosen in Tropico, würde ich ihm persönlich eine Hütte bauen. Aber in einer Hütte zu leben... Haus ist Haus, Sunny. Die heutigen Hütten sind die Villen von morgen. Solange wir El Presidente treu zur Seite stehen, stimmt's? Stimmt. Anti-Müll-Verordnung. Reduziert die Verschmutzung durch Anwohner, senkt die Freiheit. So, bitteschön, Anti-Müll-Verordnung ist draußen. Dann sind die ganzen Umweltaktivisten wieder glücklich. Und ich wollte jetzt noch Brot für die Welt machen, aber ich glaube, das war nicht bei Inneres, ne? Wo war das denn? Verteidigung, Auswärtiges Amt, Wirtschaft und Tourismus, allgemein, Brot für das Volk, da ist es. So, dann können wir uns gleich mal neue Minister suchen. Präsidente, es heißt, die Piraten der Karibik würden bald einen großen Kongress auf den nahegelegenen Inseln abhalten. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen, da der Handelspreis für Rum aufgrund der durstigen Seeleute in die Höhe schnellen wird. Wir können ein paar Rum-Distillerien bauen und Zucker zur Produktion von Rum importieren. Das tue ich schon, mein Lieber, das tue ich schon. Da ist die Rum-Distillerie, wir könnten den sogar noch teurer machen. Aromatisierungsbetrieb, 15.000 kostet das Ganze. Und wir haben die Aufgabe fast abgeschlossen. Uns fehlen nur noch 1.000 Dollar. Schon haben wir die 100.000 verdient innerhalb von 10 Monaten. Sehr, sehr nice. So, für die Verteidigung nehmen wir auch jemanden, der Überdurchschnitt, Unterdurchschnitt gut. Gut, Unterdurchschnitt gut. Ja, komm. Jamie Sabato. Fürs Auswärtige Amt gibt es nur eine, die ist mies, miserabel und mies. Dann lassen wir die mal in Ruhe. Bildung. Überdurchschnitt, Überdurchschnitt, Überdurchschnitt ist sehr schön. Nehmen wir. Wirtschaft. Überdurchschnitt, miserabel, mies. Außergewöhnlich, Unterdurchschnitt, Unterdurchschnitt. Außergewöhnlich, Überdurchschnitt, mies. Ah, für die Wirtschaft. Ach komm, da gehst du rein. So, jetzt haben wir ganz viele Minister, die sich um alles kümmern können. Das ist schön. Dann brauche ich das nicht mehr machen. Außenministerium macht neutrale Politik. Pro UdSSR oder pro USA? Nein, neutral. Noch neutral. Gut, die Kathedrale wird bald fertig gebaut. Hier ist schon mal das Krankenhaus. Und das Apartment. Gute Arbeit, Partner. Ich wusste, Sie würden eine profitable Industrie aufbauen. Das Kleingedruckte in unserem Vertrag war nur eine Art Versicherung, um die Inselindustrie anzukurbeln. Benötigen wir Elektrizität, bauen Sie ein Kraftwerk oder ein paar Windturbinen, um mindestens 121 Megawatt an Elektrizität zu produzieren. Diese Menge garantiert zu 88% Tropico in die Zukunft zu schicken. Generieren Sie 121. 20.000 gibt's dafür. Das machen wir schnell, das geht ganz fix. Windturbine Nummer 1. Por favor. Gibt schon 40 Megawatt, schnell bauen. Gleich die nächste hinterher. Dann haben wir schon mal 120. Nee, haben wir nicht. Wir haben dann schon 160. Unsere Industrialisierung kommt gut voran. Jedoch betrachten meine Auslandsinvestoren Guillermo Encarnado immer noch als unzivilisierten Felsen im Ozean. Das könnten wir leicht ändern, indem wir den Gipfel moderne Zivilisation und Kultur bauen. Das Einkaufszentrum, sobald wir das Gebäude fertig haben, sollten wir mindestens 500 Luxusgüter importieren, um den Inseleinwohnern die richtige Zivilisation einen Schritt näher zu bringen. Machen wir später. Ich muss jetzt erstmal meine ganzen Dinger hier fertig machen, damit die Arbeitsbedingungen besser werden. Juweliersgilde, ja, 50% schneller. Und Endfertigung, 10 Megawatt Strom mit 16.000 für feineren und teureren Schmuck. Das haben wir schon, die Aromatisierung. Häcksler, die Produktion wird um 20% erhöht. Präsidente, meine Studenten machen kaum Fortschritte.
Die Jungen bändeln lieber mit den Mädchen an, als ihre Aufgaben zu erledigen. Oh nein, nichts gegen das Flirten, aber meine Schüler könnten schneller ihren Abschluss machen, wenn sie einen Bildungserlass herausgeben. Dadurch wird sichergestellt, dass sie sich schneller bei den Inselarbeitskräften einreihen. Geben Sie den Erlass Bildungsprogramm heraus. Mache ich. Ein neuer Erlass. War das Inneres? Ich glaube nicht. Nein. Geheimpolizei, Verhütungsverbot? Nein. Wirtschaft und Tourismus? Baugenehmigung? Nein. Umweltstandards? Allgemein. Ach, Bildung. Da ist es ja. Bildungsprogramm. Jährlich 372. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. So, die Kathedrale wird fertig gebaut, dann wird unser neuer Priester auch richtig glücklich sein und wir bauen weitere Unterkünfte. Diesmal gibt es sogar ein Haus, nee, eine Luxusvilla, das wollte ich noch fertig machen, genau. Brauchen ja eh Strom. Gleich neben die Mülldeponie, eine Luxusvilla, ist auch sehr geil. Und dann machen wir noch eine in die Stadt rein. So, reicht. Haben wir genug Geld ausgegeben. Alles andere muss erstmal reinkommen. Die Kathedrale ist hoffentlich bald fertig. Es dauert ziemlich lange, aber okay, müssen wir durch. Wir haben schon wieder was importiert. Ein Schiff hat ohne Exportgüter abgelegt. Das geht gar nicht. Eine der vielen klugen Lebensweisheiten lautet: Geld kann man nie genug haben. Einer meiner Businesspartner benötigt eine größere Waffenlieferung. In seinem Land ist ein Bandenkrieg in vollem Gang und beide Seiten benötigen dringend Waffen. Der Export von 3000 Waffen sollte genügen, um den Bedarf unseres Kunden zu decken. Das ist ein lukrativer Vorschlag. Ich werde sofort die Maßnahmen für eine neue Waffenfabrik einleiten. Machen wir später. Jetzt müssen wir erstmal alles andere fertig bauen und Kohle machen. Wir sind nur bei 11.000. Medizinische Einrichtungen müssen her, Genosse Präsidente. Das Volk verlässt sich auf traditionelle Medizin und üblere Praktiken wie Homöopathie oder einen gesunden Lebensstil. Wie geht? Nicht jeder kann wie Sie nach Kuba reisen, um sich dort medizinisch versorgen zu lassen. Also Klinik oder Krankenhaus. Bau ein, Genosse. Ist ja okay. Ist ja okay. Wartet erstmal, ob ich Kohle habe, dann machen wir den Rest. So, da ist die Kohle auch schon. Eine Klinik. Bauen wir jetzt nochmal hin. Wo hatten wir denn schon eine? Da unten. Bauen wir jetzt hier oben noch eine hin. Für ein besseres Gesundheitswesen. Das ist die Feuerwache. Ganz viele Feuerwehrmänner sind im Einsatz. Alles ist gut. Und ich muss definitiv mehr Apartments bauen. Okay, es wird schon. Wir sind immer noch bei 11.000, auch wenn wir gerade Hilfen von der UdSSR und von der USA bekommen haben. Das wird nicht lange anhalten. Gleich werden wir wieder importieren. Mein Kontakt wartet schon auf die erste Lieferung, Partner. Sie müssen nur eine Waffenfabrik bauen, Eisen importieren und mit der Produktion beginnen. Er wird 1.000 Waffen benötigen und ist bereit, einen Premium-Preis zu zahlen, der 50% über dem aktuellen Marktpreis liegt. Spielen Sie Ihre Karten aus, Partner, und Ihr Schweizer Bankkonto wird sich freuen. Exportieren Sie 1.000 Waffen. Ich versuche mein Bestes. Aber erst einmal muss ich gucken, dass ich überhaupt hier vorankomme. Ich muss Geld abwarten, um dann die Waffenfabrik bauen zu können. Denn die wird nicht günstig sein, oder? Kann ich die überhaupt schon bauen? Nein. 6.000 in der Forschung, nochmal 15.000 zum Bauen. Wo bleiben denn meine Schiffe? Ich brauche Kohle. Wo bleibt ihr? Es geht doch nicht. Es geht doch nicht. Komm schon. Leider ist der Verteidigungsminister von uns gegangen. Das Parkhaus hier unten ist überlastet. Wir brauchen ein neues Parkhaus. Aber da ist ein Schiff. Und es hat ordentlich Güter mitgenommen. Wir sind wieder bei 48.000. Erstmal neues Parkhaus bauen. Parkhaus. Bauen wir gleich hier vorne hin. Schnell bauen. Dann Industrie. Waffenfabrik. Erst bezahlen, dann bauen. Kommt auch gleich hier oben mit hin. Geht gar nicht. Ist viel zu groß. Infrastruktur, Straße. Einmal von hier. Oh, geht gar nicht. Oh nein. So geht's. Oh, mein Herz. Okay, erstmal fertig bauen. Alles andere machen wir später.
Später. Bauen Sie 5 Luxusvillen, eine haben wir. Schlechtes Gesundheitswesen führte letztes Jahr zu 3 Toten. Tja, Pech gehabt, nicht? Sollen Sie nach Kuba fliegen und sich untersuchen lassen? Da sind wir ganz radikal. Eine Luxusvilla haben wir. Die zweite ist auch schon fertig. Wo ist denn die zweite? Ach, da unten. Stimmt, die hatten wir hier unten hingesetzt. Einer meiner ehrgeizigen Angestellten hat eine Maschine gebaut, die Wissenswellen aussendet, die die Menschen klüger macht und schneller lernen lässt. Das hört sich toll an. Leider konnten wir keine Serienproduktion starten, da der Mitarbeiter am nächsten Tag vom KGB entführt wurde. Aber wir haben noch den Prototypen. Wenn wir es schaffen, den Transmitter auf etwas zu montieren, das über der Stadt fliegt, zum Beispiel ein Zeppelin, dann wird der Effekt um einiges größer sein. Erster Effekt, die Menschen werden intelligenter. Belohnung, die Menschen werden noch intelligenter. Cool. Annehmen, ja, würde ich gerne machen, aber ich kann nicht so viele Aufträge auf einmal annehmen. Das heißt, wir müssen wirklich warten, bis wir einige Aufträge erledigt haben. Also bis diese komischen Luxusvillen hier fertig gebaut sind. Jetzt haben wir wenigstens wieder Kohle. Könnten das hier schnell bauen lassen. Importe zulassen. So, dann ist das auch am Machen. Was haben wir hier? Unter Druck stehende Lagertanks. 5000. Unter Druck stehende Lagertanks erhöhen die Arbeitsbedingungen um 15%. Beschränkter Zugang 7000. Auswirkungen auf Auslandsbeziehungen halbieren sich. Schwermaschinen. 10.000 und 10 Megawatt Strom verbessert Produktion um 20%. Her damit. So, jede Menge Kohle. Die Industrialisierung der Insel läuft nach Plan. Jedoch sind die Preise unserer Wertpapiere noch ziemlich tief. Und die Aktionäre sind unzufrieden. Der Investorenrat hat uns einen großzügigen privaten Bonus versprochen, wenn wir Jermo Encanado zum führenden Exporteur von Industriegütern in der Karibik aufsteigen lassen können. Dafür müssen wir mindestens $500,000 aus Exporten verdienen. Ziel verdienen Sie mindestens $500,000 aus Industrieexporten, Belohnung $50,000 auf Schweizer Bankkonto. Machen wir später. Eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal die anderen Aufgaben fertig machen. Noch eine Luxusvilla bauen, dann kommt das nächste. Was wollte er hier? Ach, den Zeppelin. Ja, okay. Das ist relativ fix getan. Auch wenn wir hier nichts mit Tourismus am Hut haben. Das ist eine reine Industrielandschaft im Moment. Da oben wird noch das Apartment gebaut. Dann kommt die Klinik noch. Aber im Moment macht sich keiner auf den Weg, irgendwas zu bauen. Gut, wir haben wieder was verkauft. Kommt schon, macht den Rest fertig, Leute. Beeilt euch. Einer baut alleine an der Wohnung rum. 7 neue Einwanderer für Tropico. Schon sind wir bei 210 Leuten. Ein Schiff hat angelegt, 7 neue Einwanderer für Tropico. Parkhaus überlastet. Bauen Sie ein neues. Och Gott, hier oben jetzt. Huch. Es geht aber fix. Schon sind wir bei $126,000. Parkhaus. Schnell bauen. Okay, und jetzt, wo wir einigermaßen sicher sind, würde ich doch gerne die Löhne ein bisschen erhöhen. Damit die Arbeitsbedingungen steigen. Und sich die Leute dann auch wirklich aufmachen, das ein oder andere an Arbeit anzunehmen. So. Und so. Ihr dürft ruhig 10.000 jetzt mittlerweile importieren. Auch hier. Schon haben wir ganz viel importiert. Warum? Ach, da kommt eins. Okay. Oh, das eine ist fertig. Sehr schön. Die Industrialisierung der... Bla, bla, bla. Waffen exportieren, das dauert noch, aber wir haben jetzt schon 32.000 durch ein Schiff bekommen. Sehr nice. Ein Unglück, Präsidente. All meine Frauen haben Geburtstag und wollen Geschenke. Nein, sowas. Na denn, hier hast du. Damit haben wir die Beziehung zum Mittleren Osten gestärkt. In diesem wichtigen Gebäude gibt es keine LKW-Fahrer. Ach hier. Ja, Pech, ne? Müssen da welche eingestellt werden.
Ich mach's nicht. Ich bin nicht der LKW-Fahrer vom Dienst. Ah, Waffen exportieren dauert noch. Exportieren Sie teuren Schmuck, 408 von 500, dann haben wir das hier bald. Dann können wir das nächste annehmen. Kommt schon, beeilt euch. Mehr Schmuck. Wir haben wirklich alles verbessert, ne? Wie sieht's aus mit Strom? Noch gut. 80 wird verbraucht, 160 haben wir noch. Hier müssen wir noch einiges verbessern. Klimaschutz. Drehmaschinen. Und Oberlichter. Gut. Heute haben wir Botschafter Lord Chaffney eingeladen, um mehr über die wachsende Freundschaft zwischen Tropico und der EU zu erfahren. Ich habe gerade mit meinem werten Freund El Presidente vorzüglich zu Mittag gegessen. Unsere Beziehungen werden ebenso vorzüglich bleiben, solange ich meinen Tee mit ihrem fabelhaften tropikanischen Teegebäck einnehmen kann. Ach, ist aber schön. Ist ja vorzüglich, ist das. Nein, wir haben sehr, sehr gute Werte. Allein die Zufriedenheit ist bei 61%. Das heißt, wir werden garantiert irgendwann von allen gewählt, wenn das so weitergeht. Die Auslandsbeziehungen sehen gut aus zur EU und auch zum Mittleren Osten. Dadurch, dass wir die 7000 gespendet haben, die USA und die UdSSR sind ein bisschen abgestürzt. Das ist okay. Und China sagt nüscht. Ja, nüscht. Die wollen nicht mal irgendwelche Aufträge erledigt haben. Auch die Zufriedenheit, was die Bevölkerung angeht. Wir haben 90% Respekt, wir haben 63% Freiheit, 66% Sicherheit, obwohl wir gar nichts für die Freiheit getan haben. Im Gegenteil, wir haben sie sogar noch unterdrückt, indem wir gesagt haben, wir wollen darauf achten, dass unsere Stadt sauber ist. 87%, was die Nahrungsqualität angeht, das ist auch sehr, sehr gut. Da gehen wir mal auf Bevölkerung und auf Nahrungsqualität. Da heißt es, keine Mahlzeiten werden ausgelassen, es gibt 558 Mahlzeiten und Nahrungsvielfalt ist Mittel. Doppelrationen gibt es ebenfalls, das heißt, die Leute sind alle sehr, sehr zufrieden hier bei uns. Und so soll es auch sein und bleiben. Jetzt brauchen wir jetzt noch mehr Leute. Leute, die überall arbeiten können. Fuhrparkbüro hat keine Arbeiter. Ich weiß, jetzt hat er einen Arbeiter. Ein Schiff hat angelegt. 8 neue Einwohner für Tropico. Wir sind immer noch bei 60% Zufriedenheit. Das ist Wahnsinn, wie gut wir im Moment dastehen. Also bei den Wahlen brauchen wir keine Angst haben, dass uns keiner mehr möchte. Wir müssen bloß noch ein bisschen Schmuck exportieren und dann können wir die nächste und letzte Aufgabe annehmen, denke ich mal, bevor wir irgendwann fertig sind. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Ansehen. Ich werde jetzt mal ganz kurz in die Küche schlüpfen, eine rauchen und wir sehen uns im nächsten Part wieder mit Tropico 4. Bis gleich.